Es ist 20 Uhr. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung in Sachen Musik, denn hier sind die aktuellen News mit Sven Weikamp. Hallo! Mehr als zwei Drittel der Bundesbürger unterstützt Überlegungen vom Bundesfinanzminister Peter Ramsauer, das Tragen von Helmen auf dem Fahrrad zur Pflicht zu machen. Das ergab eine Emnet-Umfrage für die Bild am Sonntag. Weniger als ein Drittel ist gegen eine solche Helmpflicht. 64% der befragten Westdeutschen sind für eine Helmpflicht auf dem Rad. In Ostdeutschland sprechen sich sogar 88% dafür aus. Nur bei den Schülern ist das ganz anders. 40% sind für eine Helmpflicht, 47% dagegen. Der Stamm von Gaddafi hat den Nationalen Übergangsrat aufgefordert, die Leichen des libyschen Ex-Diktators und seines Sohnes sofort herauszugeben. Sie sollten nach islamischem Brauch in ihrer Heimatstadt Sirte bestattet werden. Nach Informationen der BBC soll die Leiche bald obduziert werden. Zu den genauen Todesumständen Gaddafis gibt es weiterhin unterschiedliche Darstellungen. Nach Einschätzung eines Arztes starb er durch Schüsse aus nächster Nähe in Kopf und Bauch. Das Wetter in Deutschland zeigt sich am Sonntag ganztägig sonnig, es bleibt dabei trocken und die Temperaturen klettern ganz langsam aber sicher auf bis zu 15 Grad hoch. Und auch am Montag bleiben diese Temperaturen bestehen, ebenfalls bleibt es weiterhin trocken und schön sonnig. So viel zu den aktuellen Meldungen und damit zurück ins Studio. Ja, damit zurück ins Studio. Heute ein bisschen alles ganz komisch, ne? Also erstmal hier nochmal den hier, ne? Das ist der Sonntag. Live aus unserem Sendestudio. Ja, so, live aus unserem Sendestudio. Wunderschönen guten Abend, hier ist E-Play. Mit dem Benny. Und dem Jonathan, so Hintergrundmusik, ne? Das wäre sinnvoll, ne? Ja, wie immer, wir sind ja beide dabei. Ja, genau, wir sind ja beide dabei, ne? So, ich blende dich auch noch gleich im Videostream ein. Ja, wenn ich reinkomme. Gott. Weil der buggt bei mir gerade wieder. Ja, so ist das bei Pop Sound Radio. Vorbereitung pur. Wundervoll. Ja, heute mit dabei bei uns in der Sendung mal ein paar aktuelle News. Werden wir, glaube ich, raussuchen. Ja, und heute mit einem vorbereiteten Top 10 Ranking. Oh, ein vorbereitetes Top 10 Ranking. Was das für eine Top 10 ist, das seht ihr später. Genau. Wir sind gemein zu euch. Richtig gemein heute. Wir sagen das eh immer erst später, aber okay. Ja, genau. Stimmt. Vergessen. Wir werden vielleicht mit euch heute auch wieder ein bisschen Playway spielen. Wer weiß. Ihr wollt das ja gerne haben, ne? Letztes Mal waren ja alle süchtig darauf und haben sich dann waren ein bisschen enttäuscht darüber, dass wir letzte Woche dann nicht noch eine Runde Playway gespielt haben. Minigolf. Ja, ohne mich, weil ich's nicht konnte. Oh. Jonathan, du kannst das. Du musst es nur wollen. Ja, scheiß Grafikkarte dran. Hat sich immer noch niemand drüber gekümmert. Jetzt muss mein Bruder dafür extra studieren, mein Schatz. Ja, ist doch auch schön. Endlich mal ein Student, der sowas lernt. Wie installiere ich eine Grafikkarte? Richtig. Nein, nicht wie man eine Grafikkarte installiert, aber Technik und bla 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 bla. Glaubst du, ich kenne den Studienlehrgang meines Bruders auswendig? Nö, sollst du auch nicht. Nö, muss er auswendig kennen, nicht ich. Richtig, du sagst das. So, ich wollte vorhin noch was gucken. Jetzt habe ich es noch nicht geschafft zu gucken. Dann mache ich das jetzt. Weil ich wollte ein Lied spielen, was ich letztens erst gespielt habe. Weiß aber nicht gerade, wie es heißt. Aber das habe ich gleich. Ah, das ist der. Ach so, der ist das. Ah, so, gut. Dann spiele ich dann gleich mal. Gut, interessant. Ja. So, und damit herzlich willkommen. Interessant. Dadurch herzlich willkommen bei E-Play. Ihr könnt natürlich auch interaktiv an dieser Sendung dran teilnehmen. Könnt ihr gar nicht. Natürlich. Über unsere Gruß- und Wunschbox www.pop-sound-radio.de. Genau. Über unseren Videochat www.eplay-tv.de. Ja, da findet ihr auch noch unsere News. Aber in den Videochat kommt ihr auch auf www.pop-sound-radio.de. Jetzt geht's los mit mir. Jetzt geht's los. Er kriegt Alzheimer. Nee, nicht Alzheimer. Verwechslungsgefahr. Naja, solange du nicht zwei bestimmte Sender verwechselst, ist doch alles okay. Ja, kriegen wir hin. Jonathan Lelifeld, Strich und R.
Und mein Passwort posaune ich jetzt auch ganz laus raus. Laus raus, genau, laus raus, lass die Laus raus, ne? Genau. So, dann machen wir jetzt ein bisschen Musik, ne? Ja, also der Road Runner ist so ne, ja? Nee. Ja, das sag ich, der immer irgendwie eine Stunde braucht, bis er sich aus dem Videochat ausnockt. Ach so, ja. Das hast du letztens auch geschafft, ne? Also. Ja, ich weiß. Dafür kann ich aber nicht. Ach so. Ich geh meistens. So, wartet. Jetzt müssen wir es so rüberbringen, als würde ich hier ganz professionell senden. So, dafür knöpfe ich mein Hemd zu. Oh. 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 Sieht nur gerade noch keiner, aber. So. Moment. Erkennt man vielleicht? Moment. Jetzt sieht man es gleich. Ja, so, ja. Erkennt man vielleicht, diese Mikrofone steckt man sich an den Hals. Gibt's bei Fernsehproduktionen relativ oft. Ja. Die Dinger sind megamäßig geil, wenn sie gut klingen. Und megamäßig teuer, denn das, okay, das Ding hat jetzt nicht mehr so viel gekostet, weil es relativ alt ist. Ja, du musst, wenn schon, von Sennheiser kaufen, dann weißt du, was du zahlst. Ey, das Ding ist ein Sony-Mikrofon, ja. Als wir das Ding gekauft haben, könntest du dir damit heute eine Kamera kaufen. Leider reicht die Qualität nicht fürs Radio. Okay. Beziehungsweise es ist zu leise, sonst wird's reichen. Ja, so, aber ich habe mein Mikrofon wieder und vor allen Dingen falsch aufgeschraubt. Also hier ist der Verstärker für, hier kann ich alles einstellen. Und hier ist dann das Markenzeichen, es sollte eigentlich beides auf der gleichen Seite sein. Ja, so ist das, wenn man sowas reparieren lässt. Gut, aber jetzt machen wir Musik. Ja, wir machen Musik und Natalia Kills and Will I Am. Gut. Mit? Wir machen mal Raterunde mit Jonathan, vielleicht weiß er das, ja? Natalia Kills mit Will I Am. Natalia Kills und Will I Am mit? Warte, lass mich raten, okay? Warte, lass weiterlaufen. Ich hab's gleich. Ja. Natalia Kills mit Will I Am. Da gibt's nur ein Lied, das sie gemacht haben. Ja, wie heißt es? Das ist die gute Frage, ne? Ja, aber wie könnte das heißen? Warte. Ich glaube, die Leute im Chat wissen das schon gleich alle. Jetzt nimmt er wieder meine Musik. Ich warte darauf, dass du auf die Antwort kommst. Sonst spiele ich es gleich. Warte auf die Kuh, dann weiß ich's. Das dauert ja noch ein bisschen, bis die kommt. Ja, Nein, ich hab's gleich. Warte. Free. Das ist das einzige Lied, das ich von den beiden kenne. Jo, dann starten wir damit auch. Im Moto Blanco Club Mix. Hier auf Popsound Radio. We'll be right back.
Get your 50s out. Get your friends, get your 10s.